Hallo zusammen. Beim letzten Mal haben wir bereits über den achtgliedrigen Pfad gesprochen und wir haben gesehen, der Weg zur Befreiung oder zur Erlösung führt unter anderem über eine moralische Lebensführung. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir vom Leiden frei werden wollen. Aber wir haben beim letzten Mal auch gesehen, das alleine ist noch nicht genug. Es bedarf darüber hinaus eben auch der Meditation. Das soll jetzt also unser heutiges Thema sein, die buddhistische Meditation. Was ist eigentlich Meditation und welche Rolle spielt die Meditation innerhalb der Philosophie des Buddha? Fangen wir mal mit dem Begrifflichen an. Es mag überraschend klingen, aber eigentlich gibt es gar keinen genauen Begriff, der dem entsprechen würde, was wir im Westen als Meditation bezeichnen, innerhalb der buddhistischen Terminologie. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Begriffen, die unterschiedliche Aspekte dessen abdecken, was wir normalerweise meinen, wenn wir von Meditation sprechen. Da ist zum einen der Ausdruck Bhavana. Bhavana bedeutet eigentlich so viel wie das Hervorbringen oder Erzeugen und damit ist eine Form von Kultivieren gemeint, also das Kultivieren einer bestimmten Geisteshaltung durch Übung oder durch Technik. Das ist ein spezifisch buddhistischer Begriff, der allerdings mehr meint als das, was wir normalerweise unter Meditation verstehen würden. Ganz generell heißt Bhavana jedwede Form von Kultivierung einer bestimmten Geisteshaltung. Das kann das meditative Kultivieren sein, das kann aber auch zum Beispiel die Einübung einer ethischen Praxis sein, das kann das rituelle Rezitieren von Texten sein und so weiter und so fort. Also alles das wären Beispiele für Bhavana. Eine andere mögliche Übersetzung wäre es von Yoga zu sprechen. Nun, Yoga, das wissen Sie wahrscheinlich, ist kein spezifisch buddhistischer Begriff, sondern Yoga ist ein Konzept, das bereits zu den Zeiten des Buddha in der indischen Kultur vorhanden gewesen ist und das auch in anderen indischen Traditionen wie dem Hinduismus immer noch präsent ist. Yoga bedeutet dabei ganz allgemein erstmal jedwede Form von Anstrengung, einsetzen, sich einsetzen. Das Wort Yoga ist verwandt mit dem deutschen Wort Joch, also dieses Stück Holz, das man dem Ochsen auf die Schultern legt, damit er den Pflug zieht. Yoga ist also eine Technik, durch die die Geisteskräfte, sagen wir mal, eingespannt werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also ganz allgemein, mit Yoga ist eine Übung oder Technik gemeint, die der Schulung des Geistes dienen sollte. Im Westen kennen wir jetzt Yoga vor allen Dingen als eine bestimmte Form von körperlicher Praxis, also das Einnehmen und Halten von bestimmten Körperpositionen, was dann oft nicht so unbedingt aus einer spirituellen Haltung heraus praktiziert wird, sondern einfach als eine Form von Fitnessprogramm. Das ist aber nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung von Yoga. Es kann auch rein geistige Yoga-Übungen geben und in diesem Sinne könnte man von Meditation innerhalb des Buddhismus als von einem buddhistischen Yoga sprechen. Eine andere mögliche Übersetzung für Meditation, das ist Samadhi. Samadhi, auch das ein Begriff, der nicht allein im Buddhismus vorkommt, sondern auch in anderen indischen Traditionen verbreitet ist. Samadhi bezeichnet den Zustand der Konzentration oder der Versenkung, der in der Meditation erreicht wird. Samadhi ist dann auch die zusammenfassende Bezeichnung für die letzten drei Teile des achtgliedrigen Pfades. Und schließlich gibt es noch als eine weitere Übersetzungsoption das Wort Jhana. Jhana wird teilweise vor allen Dingen in den älteren Texten des Buddhismus verwendet, ganz einfach allgemein für die meditative Übung zur Versenkung des Bewusstseins. Es wird aber auch für die verschiedenen Stufen und Zustände dieser Versenkung gebraucht, also für den spezifischen Bewusstseinszustand, der in der Meditation erreicht wird. Wenn wir jetzt von Meditation in unseren westlichen Sprachen reden, dann meinen wir irgendwie alle diese Aspekte, so mehr oder weniger. Deswegen bleiben wir jetzt einfach bei unserem gewohnten westlichen Begriff der Meditation und versuchen vielmehr zu erklären, was ist eigentlich genau damit gemeint? Was bedeutet dieser Begriff Meditation? Also Meditation, was ist das? Nun, wenn wir es auf den Punkt bringen wollten, könnten wir ganz knapp sagen, Meditation ist eine Methode, um Klarheit des Bewusstseins zu erzeugen.
Indem sie Klarheit des Bewusstseins erzeugt, ermöglicht die Meditation Ruhe, Erkenntnis, Freiheit vom Anhaften und damit die Erlösung. Um zu verstehen, wozu Meditation nötig ist und wieso wir auf dem Weg zur Erlösung Meditation brauchen, müssen wir uns also zunächst mal mit dem Konzept des Bewusstseins beschäftigen, müssen verstehen, was eigentlich mit dem Bewusstsein los ist und was es mit dem Anhaften zu tun hat, weswegen man dann die Meditation braucht. In seinem natürlichen Zustand ist unser Bewusstsein geprägt durch zwei Dinge. Erstens Unruhe, zweitens Trägheit. Unruhig ist unser Bewusstsein deswegen, weil es permanent hin und her springt zwischen verschiedenen Objekten. Von einem Moment zum nächsten springt unser Bewusstsein mal auf diesem Gegenstand, dann wieder zu jenem, von hier nach da. In diesem Moment hören Sie vielleicht noch dem Video zu. Im nächsten Moment überlegen Sie sich, dass Sie eigentlich jetzt mal eine Pause machen könnten und eine Tasse Kaffee trinken. Und dann stellen Sie fest, dass Ihre Nase juckt. Und dann überlegen Sie, dass Sie ja eigentlich noch Creme kaufen wollten. Und dann überlegen Sie, dass da noch irgendwas anderes war, was Sie im DM machen wollten. Was war das noch gleich? Und wie hieß dieser Typ, den Sie da letztens gesehen haben, noch gleich? Kommt Ihnen das bekannt vor? Wahrscheinlich ja. Das ist der natürliche Zustand unseres Bewusstseins. Es ist unruhig. Es springt von einem Gegenstand zum nächsten, ohne Pause zu machen. Was im Fokus unserer Aufmerksamkeit liegt, wechselt permanent von einem Moment zum nächsten. Im Buddhismus gibt es die sehr schöne Analogie, dass das Bewusstsein sich ungefähr verhält wie ein Baum voller Affen. Also stellen Sie sich so einen Baum von Affen im Zoo vor, die ständig hin und her springen von einem Ast zum nächsten, schaukeln und schwingen und runterfallen und wieder raufklettern und dann irgendwas zwischendurch finden, was sie sich angucken müssen und so weiter und so fort. Also Sie können sich, glaube ich, sehr plastisch ausmalen, wie es in diesem Affenbaum zugehen mag und können wahrscheinlich auch gut nachvollziehen, was das mit Ihrem eigenen Bewusstsein zu tun hat. Und warum springt das Bewusstsein die ganze Zeit umher? Naja, wegen der Unbeständigkeit aller Dinge, von uns selbst und der Realität. Wenn wir etwas erleben, also wenn wir ein bewusstes Erlebnis haben, dann wird dieses Bewusstseinserlebnis sofort von uns oder von unserem Geist auf seine Empfindungsqualität geprüft. Wie fühlt sich das eigentlich an? Ist es angenehm? Ist es neutral? Oder ist es unangenehm? Wenn unsere Empfindung angenehm ist, sagt unser Bewusstsein, super, bitte mehr davon. Wenn es neutral ist, sagt unser Bewusstsein, langweilig, bitte was anderes. Und wenn es unangenehm ist, sagt unser Bewusstsein, das will ich nicht, weg damit. Wir bewerten also ununterbrochen unsere Empfindungen. Ständig empfinden wir was, ständig bewerten wir etwas und diese Bewertungen sind die Basis unseres Anhaftens. Denn aus diesen Bewertungen entstehen ja Gefühle. Gefühle des, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das mag ich, das kann ich nicht leiden, davon will ich mehr, davon will ich weniger. Und aus diesen Wünschen entstehen natürlich Handlungen. Ich tue bestimmte Dinge, die dazu führen, dass ich das kriege, was ich will oder dass ich das vermeide, was ich nicht will. Und daraus resultiert letzten Endes das Anhaften. Die Unbeständigkeit der Welt führt dazu, dass ständig neue Dinge in unser Bewusstsein strömen. Die Unbeständigkeit unseres Bewusstseins führt dazu, dass unser Bewusstsein sich nie lange mit einem bestimmten Gegenstand aufhalten möchte. Kombiniert man das Ganze dann mit der Neigung unseres Bewusstseins, ständig das Angenehme haben zu wollen und das Unangenehme vermeiden zu wollen, kriegen wir genau das, naja, was wir aus unserem alltäglichen Leben kennen. Ein Bewusstsein, das hin und her springt zwischen verschiedensten Objekten, immer wieder auf der Suche nach dem nächsten angenehmen Empfindungsmoment. Und warum ist unser Bewusstsein in seiner natürlichen Einstellung träge? Naja, das kann man durchaus im Sinne einer quasi physikalischen Trägheit verstehen. In der Physik versteht man ja unter Trägheit, dass ein Gegenstand so lange in einer gleichförmigen Bewegung verharrt, wie keine Kraft auf ihn einwirkt. Unser Bewusstsein ist genauso. Es will immer in seinem natürlichen Zustand verharren und es bedarf einer bestimmten Energie, um es aus diesem Zustand herauszubringen. Das Bewusstsein will bleiben, wie es ist. Wenn Sie es da rausbringen wollen, fängt es an, sich zu wehren. Im Buddhismus wird das sehr treffend zusammengefasst unter dem Punkt, die sogenannten fünf Hindernisse, also fünf Hindernisse auf dem Weg, das Bewusstsein zu verändern. Das erste dieser Hindernisse ist das Verlangen. Verlangen, das ist ganz einfach die Gier oder das Bedürfnis nach Ablenkung. Um das zu illustrieren,
Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen eine Hausarbeit schreiben. Und im Prozess dieses Schreibens einer Hausarbeit müssen Sie natürlich die natürliche Neigung Ihres Bewusstseins hin und her zu hüpfen irgendwie unterdrücken. Und im Laufe dieses Schreibprozesses werden Sie garantiert auf alle fünf dieser Hindernisse stoßen. Unser Hindernis Nummer eins, das Verlangen, äußert sich darin, dass Sie plötzlich ganz massiv das Interesse entwickeln, etwas anderes zu tun, als Ihre Hausarbeit zu schreiben. Zum Beispiel fragen Sie sich, ob nicht mal in letzter Zeit was Neues bei Spiegel Online geschrieben wurde. Und dann denken Sie sich, naja, sollte ich nicht eigentlich langsam mal meinen Kühlschrank putzen? Das habe ich schon ganz schön lange nicht mehr gemacht. Auf einmal findet das Bewusstsein jede Menge andere Dinge sehr viel interessanter, als die Hausarbeit zu schreiben. Das ist also Hindernis Nummer eins, das Verlangen. Hindernis Nummer zwei, Groll oder Ärger. Das ist das, was sich einstellt, wenn Sie anfangen zu denken, verdammt nochmal, warum muss ich diese blöde Hausarbeit eigentlich schreiben? Was ist das eigentlich für ein Trottel von Dozent, der so komische Aufgaben stellt? Und wieso habe ich eigentlich diesen dämlichen Computer hier? Wie lange braucht er eigentlich, um das Dokument zu öffnen? Das ist Hindernis Nummer zwei, Ärger oder Groll. Hindernis Nummer drei, die Müdigkeit. Sie sitzen am Schreibtisch, versuchen ihre Arbeit zu schreiben und fangen an zu gähnen und stellen fest, dass sie so müde sind und dass sie sich einfach nicht aufraffen können, weiterzuarbeiten. Wohingegen, wenn sie dann nach getaner Arbeit sich aufs Sofa setzen und einen 3-Stunden-Serienmarathon auf Netflix anfangen, sie gar nicht mehr das Bedürfnis haben, ins Bett zu gehen und irgendwie ziemlich hellwach sind. Das ist Hindernis Nummer 3, die Müdigkeit. Hindernis Nummer 4, Aufregung und Depression. Sie haben ein bisschen was geschrieben an Ihrer Arbeit und stellen fest, boah, ich bin schon so weit, ich habe schon so viel geschafft, fantastisch, jetzt kann ich eigentlich ein kleines Päuschen machen. Oder das Umgekehrte, Sie stellen fest, Sie haben 6 Stunden am Schreibtisch gesessen und ganze 2 Sätze zustande gebracht. Sie denken sich, das werde ich niemals schaffen, wie soll ich das alles hinkriegen, das schaffe ich doch niemals, das in der Zeit fertig zu schreiben. Das ist Hindernis Nummer 4, Aufregung und Depression. Und schließlich Hindernis Nummer 5, der Zweifel. Sie fangen an, am Sinn dessen, was sie da tun, zu verzweifeln und fragen sich, was soll das Ganze eigentlich? Warum schreibe ich eigentlich diese blöde Hausarbeit? Warum muss man eigentlich an der Uni studieren? Warum muss ich Philosophie machen? Was bringt denn das eigentlich? Was soll das überhaupt? Hindernis Nummer 5, der Zweifel. Das sind so die Tricks, die ihr Bewusstsein verwendet, um sie rauszubringen aus ihrem Versuch, einen veränderten, konzentrierteren Bewusstseinszustand zu erzeugen. Das Bewusstsein ist träge und will wie auch immer in seinem natürlichen Zustand verharren. Bloß der natürliche Zustand des Bewusstseins, das ist das Anhaften und das Leiden. Und gerade aus diesem natürlichen Zustand wollen wir ja rauskommen. Deswegen müssen diese Hindernisse überwunden werden. Und dazu dient dann die Meditation. Die Funktion der Meditation, so könnten wir das sagen, ist also eine kontrollierte und auch gezielte Veränderung des natürlichen Zustands des Bewusstseins. In unserem natürlichen Bewusstseinszustand, das wissen Sie wahrscheinlich mittlerweile aus unseren ganzen vorherigen Sitzungen, in unserem natürlichen Bewusstseinszustand sind wir ganz gefangen von der Illusion des Selbst. Wir teilen die Welt in Kategorien ein, die an diesem Selbst orientiert sind. Ist es gut für mich? Ist es schlecht für mich? Das Resultat davon ist, naja, auch das wissen wir bereits, das Anhaften. Meditation dient jetzt dazu, dieses Muster des Kategorisierens in für mich gut, für mich schlecht, will ich nicht, dieses Muster zu durchbrechen. Meditation ist also in diesem Sinne verstanden eine Art kognitive Technik. Es ist etwas, das einerseits Übung und Praxis erfordert, also ein sehr praktischen, handfesten Aspekt hat. Es ist andererseits etwas, das auf bestimmten Erkenntnissen und Einsichten basiert, wie zum Beispiel der theoretischen Einsicht, dass das Selbst eine Illusion ist und dass die Realität unbeständig ist. Man hat Meditation oft sehr zutreffend mit dem Lernen eines Instruments verglichen. Also auch wenn Sie ein Instrument lernen wollen, dann müssen Sie sich hinsetzen und üben. Sie müssen ganz praktisch, wenn Sie Gitarre spielen wollen beispielsweise, lernen, wo Sie auf welchen Bünden die Finger positionieren müssen, um welchen Akkord zu spielen. Sie müssen lernen, wie Sie die Saiten zupfen oder streichen müssen, um welche Töne zu erzeugen und so weiter und so fort. Das ist der praktische Teil. Sie müssen aber auch auf der theoretischen Ebene sich gewisse musiktheoretische Erkenntnisse anfressen. Sie müssen lernen, wie man Noten liest, Sie müssen lernen, was ein Akkord ist, wie Tonleitern funktionieren und so weiter und so fort. Genauso ist es mit der Meditation. Sie müssen die praktische Seite durch konstante Übung meistern,
Aber ebenso müssen Sie die fundamentalen theoretischen Erkenntnisse sich aneignen, auf denen die Meditation aufgebaut ist. Meditation nimmt damit so etwas wie eine Zwischenstellung ein zwischen Theorie und Praxis. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon kurz angesprochen. Einerseits baut sie auf theoretischen Erkenntnissen auf, die wir uns mittlerweile ja angeeignet haben. Andererseits ermöglicht sie aber auch tiefere Einsicht in diese Wahrheiten. Eine wirkliche Erkenntnis, ein wirkliches Verstehen der vier edlen Wahrheiten ist nur durch die Meditation möglich. Ebenso in der Praxis. Die Meditation wird unterstützt durch einen moralischen Lebenswandel, aber sie schafft auch die geistigen Grundlagen, durch die ein solcher moralischer Lebenswandel überhaupt erst funktionieren kann, durch die man erst in die Lage versetzt wird, eine solche moralische Haltung durchzuhalten in einer Realität, die uns ständig herausfordert, genau das Gegenteil zu tun. Meditation ist ein fester Bestandteil der buddhistischen Lebensform. Deswegen nimmt sie auch den dritten Platz im achtfachen Pfad ein. In der Praxis, also der konkreten religiösen Praxis im Buddhismus, sieht es jetzt allerdings so aus, dass Meditation überwiegend von Spezialisten, also von Mönchen und Nonnen, praktiziert wird. Allerdings auch von engagierten Laien. Es ist jetzt also nicht so, dass Meditation auf die Ordensmitglieder beschränkt wäre. Generell hat man halt eher so die Ansicht, dass Meditation was quasi so für Fortgeschrittene oder für besonders Engagierte ist. Also für natürlich die Mitglieder des Ordens, aber auch für spirituell sehr interessierte Laien. Aber es ist nicht so sehr Bestandteil einer Volksfrömmigkeit. Also nicht alle Buddhisten meditieren jeden Tag. Wobei das auch in vielen buddhistischen Ländern halt sehr unterschiedlich gehandhabt wird. In der älteren Volksfrömmigkeit spielt Meditation so gut wie gar keine Rolle. So, das heißt, seit dem 19., 20. Jahrhundert etwa gibt es so ein gewisses Revival in verschiedenen buddhistischen Ländern, dass Meditation wieder mehr und mehr integriert wird in die alltägliche Spiritualität. Aber wie gesagt, das wird je nach Zeit und Ort und sozialer Schicht sehr unterschiedlich gehandhabt. Wie praktiziert man das jetzt ganz praktisch? Naja, also Meditation wird in der buddhistischen Form typischerweise in einer sitzenden Haltung ausgeübt. Das heißt, man setzt sich im Lotussitz oder einer Variante davon oder im Kniesitz auf den Boden, faltet die Hände oft in einer speziellen Form von Handhaltung, einem Mudra, schließt die Augen oder lässt sie halb geöffnet und fokussiert sich. Wie oft und wie lange man meditiert, das ist sehr unterschiedlich. Also manche Leute meditieren nur ein paar Minuten am Tag oder nur alle paar Tage die Woche mal eine halbe Stunde oder so etwas. Und andere, also insbesondere Mönche und Nonnen in den Klöstern, meditieren täglich viele Stunden, gehen vielleicht auch manchmal tagelang, wochenlang, vielleicht sogar monatelang auf spezielle Retreats oder Rückzugsmöglichkeiten, denen sie sich fast ausschließlich der Meditation widmen. Also auch wie das in der Praxis gehandhabt wird, sehr unterschiedlich, je nachdem, worum es gerade geht. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Formen von buddhistischer Meditation. Und zwar ist das einmal die Ruhemeditation oder Samatha-Meditation. Das andere ist die Erkenntnis- oder Vipassana-Meditation. Die beiden Formen werden normalerweise als komplementär zueinander verstanden. Das heißt, sie ergänzen sich gegenseitig und sind, man könnte sagen, zwei Seiten derselben Medaille. Also Meditation hat einen Ruheaspekt wie auch einen Einsichtsaspekt, die beide eigentlich nicht voneinander zu trennen sind. In der Ruhemeditation, der Samatha-Meditation, geht es um eine Konzentration, um eine Fokussierung, um die Beruhigung des Geistes, während es in der Einsichtsmeditation, der Vipassana-Meditation, um eine Einsicht geht, wie der Name schon sagt, eine Einsicht oder Erkenntnis vom Wesen der Realität. Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, wie diese beiden komplementären Teile aufeinander bezogen sind. Also die klassische Idee ist eigentlich die, dass man sagt, erst kommt Samatha, dann kommt Vipassana. Also zuerst übt man sich in der Konzentration und Ruhemeditation, um den Geist zu klären. Und dann wendet man sich mit diesem geklärten und gereinigten Geist der Realität zu und versucht, sie zu erkennen. Alternative ist, dass man es andersrum macht und also erst Vipassana-Einsichtsmeditation praktiziert und dann
zur Ruhemeditation übergeht, beziehungsweise dass man die Ruhemeditation gegenüber der Einsicht deutlich in den Hintergrund stellt. Das gibt es in einigen südostasiatischen Traditionen so. Oder die dritte Möglichkeit, man kultiviert beides gleichzeitig oder im Wechsel miteinander, dass man sich sowohl auf Samatha als auch auf Vipassana konzentriert. Schauen wir uns als erstes mal die Ruhemeditation an, Samatha. Das Ziel der Ruhemeditation ist, wie ich eben schon gesagt habe, die Beruhigung des Geistes, also die Befreiung von störenden Faktoren, die den Geist verunreinigen. In seiner ursprünglichen Natur, so ist die buddhistische Vorstellung, ist der Geist vollkommen klar. Nur durch negative Faktoren, Verunreinigungen, so wird das ausgedrückt, wird der Geist getrübt. Und diese Trübung des Geistes verhindert eine klare und direkte Erkenntnis der Realität. Eine Analogie, die im Buddhismus sehr oft dafür gewählt wird, ist die einer Schale mit Wasser. Wenn Sie eine Schale mit klarem Wasser haben, können Sie hineinblicken und Sie spiegeln sich. Sie sehen sich selbst, wenn Sie reinschauen. Aber wenn das Wasser durch Schlamm, der darin aufgewirbelt ist, getrübt ist, dann blicken Sie rein und Sie sehen gar nichts. Wenn Sie also eine klare Erkenntnis erlangen wollen, wenn Sie sich selbst sehen wollen in diesem Wasser, dann müssen Sie dafür sorgen, dass das Wasser wieder rein wird, dass diese Verschmutzung des Wassers verschwindet. Genauso funktioniert es mit unserem Bewusstsein. Wir müssen also auch eine solche Reinigung des Bewusstseins erzeugen. Wir müssen unser Bewusstsein frei werden lassen von Verunreinigungen, so wie wir dieses Wasser reinigen müssen von dem Schlamm, der darin aufgewirbelt ist. Nun, wie macht man das? Diese Klarheit des Bewusstseins wird erzeugt durch eine Konzentration. Die Konzentration des Bewusstseins auf ein einziges Objekt. Was dieses Objekt ist, ist prinzipiell egal. Es gibt so bestimmte Objekte, die sich als Standard herauskristallisiert haben in der buddhistischen Tradition und die je nach Charaktertyp des Meditierenden bevorzugt werden können. Also das primäre, das wichtigste Meditationsobjekt für die allermeisten Buddhistinnen und Buddhisten ist ganz einfach der eigene Atem. Der eigene Atem hat den Vorteil, dass er immer verfügbar ist. In jedem Moment Ihres Lebens atmen Sie entweder ein oder aus. Das hört niemals auf und Sie könnten praktisch in jeder Situation Ihren Atem als Meditationsobjekt benutzen. Und außerdem ist der Atem unbeständig. Also durch sein ständiges Auf und Ab zeigt er ganz besonders deutlich die Unbeständigkeit der Realität. Daneben gibt es noch andere mögliche Meditationsobjekte, zum Beispiel der eigene Körper, die eigenen Empfindungen, die eigenen Gefühle und Gedanken, aber auch physische Gegenstände können Gegenstand der Meditation sein. Also zum Beispiel werden im Buddhismus oft farbige Scheiben verwendet oder auch solche Gegenstände wie ja eine Schale, eine Kerze, eine Blume oder so etwas oder auch ein Text, ein Mantra, das rezitiert wird. Prinzipiell alles, was Gegenstand Ihres Bewusstseins sein kann, kann auch Gegenstand der Meditation sein. Man erzeugt nun diese Konzentration, indem man sich ganz einfach konzentriert auf das Meditationsobjekt. Das geht eine Weile gut, so ungefähr 1 bis 2 Sekunden, dann schweift das Bewusstsein ab und sucht sich den nächsten Gegenstand. Der Trick besteht jetzt darin, das Bewusstsein zu packen und wieder zurückzuführen zum Meditationsgegenstand. So wie man einen jungen Hund trainiert, der sauber werden soll und ihn immer wieder auf die Zeitung draufsetzt und vom Sofa runterholt, dass er nicht drauf pinkelt, so nehmen Sie Ihr Bewusstsein jedes Mal und setzen es zurück auf den Meditationsgegenstand. Es ist nicht erforderlich, in irgendeiner Weise einzugreifen. Das Bewusstsein muss nicht in dem Sinne gesteuert werden oder zu irgendwas gezwungen werden. Wir greifen nicht in diesen Prozess der natürlichen Beruhigung ein in der Meditation, sondern wir lassen ihn einfach ablaufen und sorgen dafür, dass niemand ihn stört, auch unser eigenes Bewusstsein nicht. Nehmen Sie nochmal das Beispiel von der Schüssel mit Wasser und dem Schlamm, der darin schwimmt. Sie können machen, was Sie wollen. Das Einzige, was dazu führt, dass das Wasser klar wird, ist, dass Sie es in Ruhe lassen. Lassen Sie die Schüssel stehen, sorgen Sie dafür, dass alle die Finger davon lassen, dann sinkt der Schlamm langsam, aber sicher zu Boden und irgendwann bleibt nur klares Wasser zurück. Genauso müssen wir es mit unserem Geist machen. Wir müssen ihn ruhig fixieren auf das Meditationsobjekt und dann dafür sorgen, dass niemand mehr stört. Auch kein Gedanke, auch keine Empfindung, auch kein Gefühl. Irgendwann, wenn Sie es geschafft haben,
diese Konzentration des Geistes stabil aufrechtzuerhalten, wenn also alle Verunreinigungen verschwunden sind und der Geist sich geklärt hat, dann wird sich eine Art Singularität des Geistes oder des Bewusstseins einstellen. Das heißt, unser Bewusstsein ist dann einspitzig geworden, wie es im Buddhismus gerne ausgedrückt wird. Es ist also ganz und gar vom Meditationsobjekt absorbiert worden. Alle Ablenkungen sind verschwunden. Das Meditationsobjekt ist der einzige Inhalt des Bewusstseins, der noch da ist. Und das Bewusstsein ruht konstant auf diesem Gegenstand. Der Zustand, den wir dadurch erreichen, der wird im Buddhismus als Jhana bezeichnet. Die Jhanas sind verschiedene Zustände der meditativen Absorption oder Versenkung, die je nach ihrem Inhalt differenziert werden können. Also man unterscheidet zunächst mal 4 Jhanas und dann nochmal 4 weitere plus ein 9. wobei die 4 ersten eigentlich die wichtigsten sind. Also die Jhanas 5 bis 8 sind sozusagen Explikationen des 4. Das erste Jhana ist der Zustand, in dem unser Denken noch vorhanden ist, also unsere Gedankentätigkeit hat nicht aufgehört, aber das Bewusstsein ist vollkommen frei von unangenehmen Empfindungen und befindet sich in einem heiteren Zustand der Entrückung oder Versenkung. Im zweiten Jhana verschwindet dann das Denken, also das diskursive Denken hört auf, es bleibt nichts weiter übrig als eine reine Konzentration und das Gefühl, das positive, angenehme Gefühl der Entrückung und Versenkung. Dieses Gefühl der Entrückung verschwindet dann im dritten Jhana auch noch und es bleibt nichts anderes übrig als eine vollkommene Ruhe und Heiterkeit des Bewusstseins. Und wenn nun auch noch dieses angenehme Empfinden verschwindet, dann haben wir die tiefste, die 4. Stufe des Jhana erreicht. Weder angenehme noch unangenehme Empfindungen werden verspürt. Das Bewusstsein als ein duales Bewusstsein, das zwischen Subjekt und Objekt trennt, ist verschwunden. Diese Jhanas entsprechen übrigens in der buddhistischen Kosmologie verschiedenen Ebenen des Kosmos. Also es lässt sich so interpretieren, dass der Bewusstseinszustand der Jhanas vergleichbar ist mit dem Erleben der Götter. Was auch immer man dann in metaphysischer Hinsicht davon halten möchte. Das Ziel dieser Ruhemeditation, warum man das eigentlich macht, das ist das Abschalten der natürlichen Vorgänge des Bewusstseins. Wir haben eben schon gesprochen darüber, wie unser natürlicher Bewusstseinszustand aussieht, mit Unruhe und Trägheit. Und das Ziel der Ruhemeditation ist es, diesen natürlichen Zustand dauerhaft und sicher zu verlassen. Das wird erreicht, indem man die Qualität der Achtsamkeit kultiviert. Also am Ende einer solchen Ruhemeditation sollte sich Achtsamkeit oder Sati dem eigenen Bewusstsein gegenüber einstellen. Das bedeutet ein reines Beobachten der Vorgänge im Bewusstsein. Ich sehe, nehme wahr, was in meinem Bewusstsein passiert, aber ich reagiere nicht darauf. Ich beurteile es insbesondere nicht. Ich sage nicht, oh, das ist gut, oh, das ist schlecht, oh, davon will ich mehr, oh, davon will ich weniger, sondern ich nehme einfach nur wahr, ich registriere, was passiert. Aber ich reagiere nicht darauf. Ich greife auch nicht ein. Ich lasse nicht irgendwelche Handlungen, irgendwelche Wirkungen entstehen aus diesen Ereignissen in meinem Bewusstsein. Und indem ich das tue, indem ich einfach nur da sitze und achtsam mein eigenes Bewusstsein beobachte, wie es auf diesem Gegenstand ruht, dadurch trenne ich die Verbindung von Erlebnis, von Empfindung und dem Impuls zu handeln. Das ist es ja, was unser Bewusstsein im natürlichen Zustand charakterisiert. Es hat bestimmte Erlebnisse, es empfindet die als angenehm oder unangenehm und möchte dann darauf folgend irgendetwas tun. Es möchte etwas tun, um mehr davon zu bekommen oder um weniger davon erleiden zu müssen. Und wenn ich das einfach nur beobachte, bringe ich sozusagen, ja, stecke ich den Stock in die Speiche und sorge dafür, dass dieses Räderwerk ausfällt. Es gibt dann keine Verbindung mehr von dem Erlebnis, von dem Bewusstseinszustand und von Handlungen oder Folgen. Ich bin einfach nur zum Zuschauer meines eigenen Bewusstseins geworden. Und dann hört das Anhaften auf. Dann hört es auf, mehr zu wollen von dem oder jenem oder weniger zu wollen von dem oder jenem. Die andere Form der Meditation im Buddhismus, das ist die Einsichtsmeditation, die Vipassana-Meditation. Klassischerweise ist eben die Vorstellung, dass
die Einsichtsmeditation auf der Ruhemeditation aufbaut. Das heißt, man muss ein gewisses Maß von Ruhe im Bewusstsein kultiviert haben, um sich dann der Einsichtsmeditation zuwenden zu können. Das Ziel der Vipassana-Meditation, das ist die direkte, die unmittelbare Einsicht in die Natur der Dinge. Das heißt, die Realität so sehen, wie sie in sich selbst ist. Vorurteilsfrei, wertfrei, unverzerrt. Das wird dadurch erreicht, dass man das beruhigte und konzentrierte Bewusstsein auf ein bestimmtes Objekt richtet und dieses Objekt dann genau analysiert. Was das Objekt ist, auch das ist prinzipiell wieder beliebig. Es gibt ja eigentlich nichts, was man nicht einer Einsichtsmeditation unterziehen könnte. Aber traditionellerweise werden die sogenannten vier Grundlagen oder vier Gegenstände der Achtsamkeit besonders bevorzugt. Das sind erstens der Körper, zweitens die eigenen Empfindungen, drittens die Bewusstseinsinhalte und viertens die Gegenstände. Also Sie können beispielsweise Ihre Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper richten und dann den Körper wahrnehmen als das, was er ist, als etwas, das unbeständig, leidvoll und ohne Selbst ist. Sie können das ebenso auf Ihre eigenen Empfindungen und Gedanken richten, also den Strom Ihres Bewusstseins sozusagen beobachten und erleben, wie er unbeständig ist, wie es kein Selbst gibt innerhalb dieses Bewusstseinsstroms und wie er ständig neues Leiden erzeugt. Die achtsame Beobachtung von allen Phänomenen zeigt uns damit letzten Endes die Wahrheit der vier edlen Wahrheiten. Sie zeigt uns das, was wir am Anfang als die drei Merkmale des Daseins beschrieben haben, also Leidhaftigkeit, Unbeständigkeit, Selbstlosigkeit. Man könnte die Einsichtsmeditation mit einem Mikroskop vergleichen. Also das geschärfte Bewusstsein ist sozusagen das Mikroskop, das wir auf die Dinge richten und dadurch etwas sichtbar machen, was ansonsten gar nicht zu sehen gewesen wäre, was die natürliche Einstellung unseres Bewusstseins immer übersehen muss. Dadurch, dass wir diesen geschärften, fokussierten Blick auf die Realität haben, dadurch ist erst eine unmittelbare, also eine existenzielle Einsicht in die Wahrheit der vier edlen Wahrheiten möglich. Es ist so ähnlich, wie wenn Sie gesagt bekommen, dass die Herdplatte heiß ist und wenn Sie die heiße Herdplatte anfassen und sich verbrennen. In beiden Fällen wissen Sie natürlich, dass die Herdplatte heiß ist. Aber derjenige, der es am eigenen Leib erfahren hat, direkt und unmittelbar, der hat ein wesentlich besseres Verständnis davon, dass die Platte heiß ist und was es heißt, dass die Platte heiß ist. Erst dadurch wird dann das endgültige Loslassen vom Anhaften möglich. Wenn ich wirklich gesehen, wirklich verstanden, wirklich erfahren habe, dass die Welt unbeständig, leidvoll und ohne Selbst ist, dann wird es mir leicht fallen, sie loszulassen. Meditation dient darüber hinaus aber auch der Kultivierung einer ethischen Praxis. Also es gibt eine ganze Reihe von ethischen Meditationen im Buddhismus. Sie erinnern sich vielleicht an die vier Tugenden, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Die Liebe, das Mitleid, die Mitfreude und den Gleichmut. Und auch diese vier Tugenden sind Gegenstand der Meditation und werden üblicherweise in der Meditation auch eingeübt, sodass sie zu einem festen Bestandteil des Charakters werden können. Das sieht dann etwa so aus, also wenn Sie beispielsweise eine Mitleidsmeditation, eine Metta-Meditation praktizieren, dass Sie Ihr Bewusstsein fokussieren auf diese Empfindung, auf das Gefühl der Liebe, das Sie einer bestimmten Person oder einem Tier oder sonst jemandem gegenüber empfinden. Dann fokussieren Sie sich, konzentrieren sich auf dieses Gefühl, sodass das Gefühl Ihr Bewusstsein ganz und gar erfüllt, zum alleinigen Gegenstand Ihres Bewusstseins wird. Und dann weiten Sie das Gefühl aus, immer weiter. Zunächst auf Personen, die Ihnen nahestehen und die Sie mögen, vielleicht Ihre Geschwister, vielleicht Ihre Eltern oder Freunde oder Haustiere oder sonst irgendjemanden, wo es Ihnen also leicht fällt, dieses Gefühl der Liebe zu empfinden. Dann weiten Sie es aus auf neutrale Personen. Vielleicht Leute, die Sie beim Einkaufen im Supermarkt gesehen haben, aber nicht wirklich kennen. Leute, die immer mit Ihnen auf derselben Buslinie fahren. Leute, die Ihnen irgendwo im Alltag begegnen, die Sie aber nicht wirklich kennen. Und dann weiden Sie es aus auf Leute, die Sie nicht leiden können. Leute, die gemein zu Ihnen gewesen sind. Leute, über die Sie sauer sind. Und schließlich weiden Sie es aus auf alle Wesen des Universums. In einer solchen meditativen Praxis wird also eine bestimmte ethische Haltung kultiviert, in dem Sinne, dass wir durch bewusste Anstrengung uns dazu bringen, diese ethische Haltung in immer stärkerem Ausmaß zu empfinden und einzunehmen.
Nun, was ist jetzt also Meditation? Meditation, haben wir gesagt und bleibt auch weiter bestehen, ist die kontrollierte Veränderung des Bewusstseins. Das heißt für uns jetzt also, es ist eine bewusste Transformation derjenigen kognitiven Prozesse, durch die wir die Realität wahrnehmen und durch die unsere Interaktion mit der Realität gesteuert wird. Meditation ist also eine Form der Erfahrung, auch wenn sie keine sinnliche Erfahrung ist. Ebenso ist Meditation eine Form der Erkenntnis, auch wenn sie keine intellektuelle Erkenntnis ist. Es ist nicht ganz leicht zu verstehen, was damit gemeint ist. Die beste Analogie im Alltag, die mir dazu einfällt, ist es, jemanden kennenzulernen. Wenn Sie jemandem begegnen und jemanden zum ersten Mal kennenlernen, dann ist das natürlich eine Form von Erfahrung. Aber es ist nicht bloß eine sinnliche Erfahrung. Sie können durchaus jemanden sehen, Sie können jemanden reden, hören, mit jemandem im selben Raum sein, ohne diese Person dabei kennengelernt zu haben. Also es muss etwas sein, was über diese sinnlichen Erfahrungen hinausgeht. Genauso lernen Sie etwas, verstehen etwas oder bekommen ein neues Wissen, wenn Sie eine Person kennenlernen. Aber dieses Wissen ist nicht bloß ein intellektuelles Wissen. Sie können eine ganze Menge über eine bestimmte Person wissen, ohne die Person zugleich auch zu kennen. Das heißt, in dem Moment, wo Sie die Person, über die Sie schon so viel gehört haben und von der Sie schon so viel wissen, in natura sehen, kommt etwas Neues hinzu. Sie lernen etwas Neues, wenn Sie diese Person kennenlernen. Aber es ist nicht bloß ein theoretisches Wissen. Ungefähr so, denke ich, kann man sich diese Form von Erfahrungserkenntnis vorstellen, die in der Meditation erreicht wird. Es ist eine besondere Form von Erfahrung der Realität, die uns eine neue Einsicht in die Natur der Realität mitgibt. Also, konstante Übung in der Meditation ist entscheidend für die Erlösung. Das ist der Weg, den der Buddha selbst auch gegangen ist. Er ist durch Meditation zur Erlösung gelangt. Aber was ist das eigentlich, Erlösung? Wohin soll diese Meditation eigentlich führen? Das ist das, was wir beim nächsten Mal dann besprechen müssen.